Willkommen zurück zu Rage 2. Wir sind immer noch unterwegs in der Mission aufs Kreuz legen und sind hier in der Forschungsstation und wir steigen jetzt mal in die Schleuderkapsel, denn wir müssen immer noch DNA holen von Cross. Okay, umsehen können wir uns jetzt hier drin nicht. Gucken wir mal an, wo wir jetzt hier hingebracht werden. Das ist wohl die rote Tür, ha? Sieht echt übel aus hier. Jo. Ich glaube, hier werden die Klone erzeugt, die Sie erwähnt haben. Dieses Projekt Persistenz. Ja, deine Annahmen waren mal wieder richtig. Bringen Sie mir eine Probe der DNA des guten Generals, damit ich dieser Obszönität ein Ende setzen kann. Ich gehe rein und schaue mich um. Ja. Irvina Crowleys nutzloser Protégé. Sie zu töten war so unbefriedigend. Mit dir lasse ich mir mehr Zeit. Ich genieße jeden Moment deines Schmerzes. Dann leg los. Wie besiegen. Ey, was macht er denn da jetzt? Ey, was kommt ihr denn her? Munition wäre cool. Lass die Finger davon. Nee. Ich habe keine Gesundheitsinfusionen mehr. Eine Schande. Verdammt. Nichts da, vergiss es. Ja, das war's. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Thank you.
Verdammt. Da hätte ich nicht gleich nach vorne laufen sollen. Zeit verschafft. Nutzloser Protégé. Ich sterbe. Ich erwache. Neugeboren. Na toll. Meine Pläne sind schon sehr bald vollendet. Willkommen auf der Welt neuer. Du und ich, wir werden uns wiedersehen. Doc, ich habe hier eine ausreichend große DNA-Probe. Ich bring sie Ihnen. Ich kann es kaum abwarten, Hand daran zu legen. So, hoffentlich kommt hier nicht noch groß was. Hier bin ich reingekommen. Na dann. Als einziger übrig? Ja, die meisten wurden schon verarbeitet. Zu Biomasse für die Experimente der Obrigkeit. Vineland wurde dem Erdboden gleichgemacht. Aber es gibt Hoffnung. Lily ist vor Ort. Geh zu ihr und pack beim Wiederaufbau mit an. Das werden wir. Wir bauen alles wieder auf. Wir sind dir auf ewig für unsere Rettung dankbar. Hey, ich bin ein Ranger. Das ist mein Job. So sieht's aus. Das ist mein Job. Ein Datenpad gibt's ja noch. Das muss ich wohl unterwegs übersehen haben. Gut, haben wir das hier erledigt.
sind ein paar Wachtürme unterwegs, Konvois. Wir müssen ja zurück zu Quasias Labor. Ein bisschen nervig, dass wir da keine Schnellreise hinmachen können. Aber dann nehme ich doch nochmal... Rufen ist hier nicht möglich, natürlich nicht. Hier vielleicht. Nee, auch noch nicht. Warum zum Teufel kann ich die denn hier nicht rufen, ey? Jetzt. Auf geht's zurück. Schnellen Fluges, in diesem Fall wirklich. Waffen haben wir hier noch keine drin. Irgendwann auf Dauer mal ein paar einbauen. Ich denke jedes Mal, ich fliege gegen eine Wand gehen. Juhu, wir sind da. Ah, und mit STRG-Steuerung können wir sinken. Mal gut zu wissen. Auf zu Quasia. Hoffentlich ist das wichtig, junge Ranger. Ja, ich bin da. Hallo. Hier ist sie, die DNA-Probe. Immer schön mit Köpfchen arbeiten. Dieses Wortspiel war bestimmt verlockend. Gedanken sind ja offensichtlich frei. Aber nicht, dass uns der Schädel platzt bei all dem Kopfzerbrechen. Das ist wirklich die Krönung des Ganzen. Also, geben Sie die Probe in den Extraktor. Sehr gut. Ich extrahiere die DNA aus der Probe. Ja. So, das Serum ist fertig. Und es wird diese Projektpersistenz garantiert ein Ende setzen. Aber ohne die beiden anderen Puzzleteile für Projektdecker ist das Serum natürlich wertlos. Ohne die kommen sie nicht ins Hauptquartier der Obrigkeit. Um das Serum einzusetzen. Das dürfte kein Problem sein, Doc.
Sehr gut. Mission abgeschlossen. Das war's dann erstmal hier bei Dr. Quasia. Jo, wir sind hier fertig. Können wir gleich nochmal, wenn wir hier schon in der Nähe sind, mal gucken. Es sind noch ein paar geheime Orte um die Ecke. Die können wir gleich nochmal abklappern. Die zwei hier. Verdammtes Crusher-Nest. Hm. Ein Crusher-Nest. Die hatte ich glaube ich auch noch nicht. Die sind unter der Erde, ne? Hm. Okay, da gucken wir mal jetzt nicht rein. Ich bin noch nicht wieder hundertprozentig voll ausgerüstet mit allem. Das würde ich dann bei Gelegenheit mal tun. Wir haben ja noch drei Orte mehr auf der Map. Mit Fragezeichen. Die können wir alle mal anfliegen. Was wir hier haben. Noch ein Crusher-Nest oder Clank. Einfach nur Clank. Nochmal Clank abgeschlossen. Blutiger Schlick. Ein Datenpad und eine Lagerkiste.
Hier gibt es auch das Datenpad. Ihr müsst rüber zu den Steinen. Der Spektrum, der Shoutrod wurde in der Gegend gesichtet. Ja, hat ein Gebiet vorgewaltigt. Findet sie und macht sie kalt. Oh, habe ich erledigt. Ein Hoverboat. Okay. Okay, so, dann haben wir das Wichtigste hier in der Gegend mal erledigt. Hier gibt es ja noch unzählige Fragezeichen, unzählige Sachen zu tun. Das meiste kennen wir schon, hatten wir schon oder so ähnlich. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. So eine Aufladestation müssen wir nochmal zusammen wegmachen. Und unbedingt möchte ich hier, hier wohnt nämlich der Sackschädel. Den müssen wir auch noch beseitigen. So ein Konvoi müssen wir nochmal machen. Banditendepot. Wir haben noch einiges zu tun. Es fehlen uns noch ein paar Archen. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also es gibt noch jede Menge zu tun. Und wir haben hier auch schon die nächste Mission von Marshall auf jeden Fall. Und dann fehlt uns noch jetzt Level 5 für die Bürgermeisterin aus Wellspring. Aber wir machen schon mal eine Schnellreise zu Wellspring. Denn, mal abgesehen davon, dass ich zum Händler gehe und mich mit allem eindecke, was ich brauche, würde ich gerne mal beim Doc vorbei und gucken, ob wir da schon eine Erweiterung nehmen können. So, hier ist... Bin allzeit für Modifikationen bereit. Okay, wir haben ein paar was, wenn nicht können wir was kaufen. Wir könnten jetzt Gesundheit mehr kriegen. 5% mehr, 5% längerer Overdrive oder 5% mehr Waffenschaden. Wir können uns, ich denke mal, von jedem eins gönnen. Würde ich einfach mal sagen. Was uns hier fehlt, ist eine Drüse und das andere. Das hole ich hier vom Händler. Ich bin bereit zur Lieferung. Gut, lass mich sehen. Okay. Deaktiviere Shopping-Interface. Mal gucken, wo jetzt hier die Leute alle waren, weil ich was kaufen kann. Hast du Hunger? Wir haben Gigator-Schwarten. Ne, ich muss weg. Bis später. Genau. Also. Ich weiß alles, was ich an dich erschreckt. Hier sind die Händler. Ich liebe den Gestank von muffigem Schrott am Morgen. Genau, einen Arktech-Kern brauche ich einmal wieder. Ein guter Handel macht alle Glück. Frisches Fleisch? Und von dir da drüben ab. Kann ich mir hier... Ne, da habe ich auf zwei Lebensdrüse, habe ich. Achso, ja, ich brauche ja nur das eine Teil. Dann mal schnell zurück. Hier um Cyberdoc. Ich nehme an, du hast die erforderlichen Rohmaterialien. Nee, was fehlt mir denn jetzt? Auch noch eine Lebensdrüse? Ich dachte, da habe ich eine auf Lager. Ausgezeichnet. Dein Körper scheint das Mal. Aber ich habe ein paar dicke Geschäfte am Haken. Schieb dir ein paar Proteine in den Rachen. Hast du was für mich? Noch in einem Stück? Der Tod ist das Leben. Oh, da fehlt was anderes jetzt. Dann muss Lane nochmal nachgucken. Dann holen wir uns wieder nochmal Gesundheitsbonus dazu. Hier um Cyber bin allzeit für Modifikationen bereit. Nee, wird mir angezeigt, im Besitz 2, aber habe ich gar nicht. Na gut. Mod-Materialien kann ich damit haben wir jetzt 110 Gesundheit, Waffenschaden bei 110% und Overdrive bei 105%. Mal gucken, was ich noch kaufen kann. Die Sachen, die ich brauche. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Rage 2. Bis denn, ciao.